Alter, was geht ab, Leute? Hier am Viktualienmarkt. Wir testen jetzt Wagyu. Wagyu Fleischpflanzer und Wagyu Leberkässemmel. Neu, gehypt, ihr wisst Bescheid. Kennst du den? Aha. Hat sich beides gegönnt, Leute. Oh, Pastrami-Sandwich bin ich kein Fan. Wagyu to go. Schaut euch das an, Leute. Mir ein stilles Örtchen gesucht, Leute, auf irgendeiner Mauer. Da hinten ist Takumi. Das ist die Wagyu Fleischpflanze. Das ist die Wagyu Leberkäs. Ohne nichts, kein Ketchup, kein Senf, kein süßer Senf. Pur. Übrigens, der vorhin war Viet Chao. Kennt ihr bestimmt. Der hat 1 Million auf TikTok. Danach haben echt viele gefragt. Ja, warum probieren wir unbedingt mal? Wagyu Leberkäs, das heißt auch Rind. Sie hatte schon bessere Leberkäse, Mann. Schlecht ist die nicht. Er hat trotzdem gern Ketchup oder süßen Senf drauf. Kann man machen. Aber es ist keine Geschmacksexplosion. Schmeckt auch nicht so viel anders als eine Leberkässemmel. Ist aber lecker. Ist halt dunkler, ein ganz leicht anderer Geschmack. Ein Ticken fester. Geiles Marketing, hier dies das Hype. Normale geile Leberkäse, man. Ist jetzt kein, boah shit, was ist das, müsst ihr unbedingt probiert haben. Ist ja geil, dass es kein Schwein ist. Digga, ich hätte schon gern Ketchup, Mann. Hier schmeckt man es mehr raus. Ist voll trocken ohne Ketchup oder Senf. Fleisch schmeckt lecker. Das könnte saftiger sein. Also die haut mich nicht so um. Ich finde die nicht trocken. Das ist okay. Hier kriege ich von hier irgendwo Ketchup. Doch, ich weiß, wo ich Ketchup kriege. Lass dich überraschen, Leute. Yes. Ich wollte eigentlich da hinten sitzen, bei Burger & Bowls. Schön auf dem Tisch. Die haben bestimmt auch Ketchup gehabt. Aber die haben zu. Und in letzter Zeit, immer wenn ich vorbeigehe, hatten die immer zu. Ich hoffe, die haben nicht dicht gemacht, weil das war ein sehr guter Burger dort. Schaut's, Leute. Perfekt. Oh, Ketchup for free, oder was? Oder soll ich mit Trüffelmayo machen? Kuss geht raus an Orni, Leute. Die haben mir Ketchup und Mayo gegeben. Wir gehen nochmal rein. Ja, ohne Ketchup geht hier gar nichts, Mann. Wenn wir schon dabei sind, bisschen Mayo. Also Senf wäre besser, aber ein Ticken Mayo. Why not? Viel besser. Immer noch trocken. Fleisch schon eher bröselig. Also die würde ich nicht unbedingt noch mal kaufen. Aber die Leberkäse wird fit.
Vor allem, weil es halt nicht Schwein ist. Auch zu meinem nicht mehr so geheimen Geheimtipp. Lange Zeit mein ultra geheimer Geheimtipp. Fast keiner kannte den. Mittlerweile leider ein paar Foodblogger waren da. Der ist nicht mehr so geheim. Dessert Time, Kaffee und Kuchen hier. Da war ich, das Video kommt noch. Erstmal hierher. Schaut mal, was es hier gibt, Leute. Warte. Aha, aber nur am Wochenende. Den habe ich mir gegönnt. Und den. Der Milk Tea, aber ohne Tapioca. Und ein Käsekuchen. Und ich weiß nicht, was das ist, aber es ist neu. Ihr wisst, neu lockt mich immer. Schwitze. Ich geh mal direkt ins Neue rein, oder? Ich weiß nicht, was es ist, aber ist geil. Gönn ich mir jetzt heute. Bisschen am Handy chillen. Noch ein bisschen mit Soße. Es läuft gerade Worlds Finale. T1 ist hinten 2-1-2. Digga. Super spannend. Ich muss jetzt schnell das Video schneiden. Wagyu Leberkäse. Und Wagyu Ding. Fleischpflanzer geht gar nicht fit. So trocken. Leberkäse, an sich gut. Vorteil ist halt, es ist nicht Schwein. Es ist Rind. Für alle Brüder und Schwestern, gönnt euch. Aber, okay, ihr auf YouTube, ihr bekommt das nicht so mit, aber auf Instagram, TikTok, wird halt viel gelabert. Es wird viel gedichtet, geschmissen. Oh mein Gott, Wagyu, dieser Geschmack. Halt's Maul, Digga! Real Talk! Jeder, mit dem ich privat geredet habe, ein Tati, der Ahnung hat, ein Chef von 44 Burger, der offensichtlich auch Ahnung hat, weil er in der Gastro ist, jeder sagt, man schmeckt kaum einen Unterschied. Und in den ganzen Videos, oh mein Gott, dieser atemberaubende Geschmack! Den hier, das schmeckt wie eine ganz normale, Ticken anders, Ticken Unterschied. Das Gute ist halt kein Schwein, das war's. Alles dieses, boah, wie krass dieses Aroma ist. Das ist einfach dichter geil. Hebt euch das, spart euch das auf für euren Leistungskurs Deutsch, Alter. Das hat hier im Food-Business nichts zu tun. Food-Blogger-Business. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mean Business. Und ciao.